Haus am Dom präsentiert Stadt-Land, der Podcast. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Mein Name ist Laura Maria Juksimowitsch. Ich bin Studienleiterin für Weltanschauungsfragen und Lebenskunst im Haus am Dom in Frankfurt am Main. Und ich darf euch heute zu der Folge unserer Podcast-Reihe Stadt-Land und alles, was dazwischen passiert, ganz herzlich begrüßen. Heute bei uns zu Gast ist Dr. Matthias Pöhlmann. Hallo, Herr Pöhlmann. Ich möchte Sie gerne den Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellen. Herr Pöhlmann, Sie sind evangelischer Theologe und Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen der Evangelischen Kirche in Bayern. Die Weltanschauungsarbeit als landeskirchlicher Beauftragter machen Sie nun schon seit 2014, also gute 10 Jahre. Das heißt, Sie haben die religiöse und weltanschauliche Landschaft und eben ihre Entwicklungen in Deutschland im Blick. Sie zählen zu den Experten, wenn es um die Anastasia-Ideologie und Bewegung geht. Und genau das ist unser heutiges Gesprächsthema. Landlust à la Anastasia. Die Anastasia-Bewegung steht zumindest vordergründig für ein alternatives Lebensmodell, ein Leben in und mit der Natur, für Menschen, die sich nach einem idyllischen Landleben sehnen und in der Natur ihr Heim, ihr ganz eigenes Paradies aufbauen, sich als Selbstversorger probieren wollen. Es geht hier also auch um die Flucht aus der Stadt und aus der Konsumgesellschaft, um Kritik an dieser urbanen und hochtechnisierten Lebensform. Auf den zweiten Blick jedoch treten schnell die dunklen Seiten der Anastasia-Ideologie und Bewegung hervor. Denn besonders die verschwörungsideologischen, antisemitischen und antidemokratischen Inhalte dieser Ideologie machen sie zu einem rechtsesoterischen Phänomen. Ich würde sagen, wir starten direkt in unser Gespräch und ich darf Sie jetzt mit jede Menge Fragen löchern. Vielleicht zu Beginn einfach mal, wer oder was ist Anastasia überhaupt? Handelt es sich hierbei um eine echte Person, eine Kunstfigur, eine Idee, eine Bewegung? Und woher kommt diese Anastasia? Die sogenannte Anastasia-Bewegung bezieht sich auf diese 10-bändige Buchreihe von Wladimir Maigret. Dieser Titel der Reihe ist Anastasia, die klingenden Zedern Russlands. Und der Untertitel zeigt schon an, dass es sich ursprünglich um eine russischsprachige Buchausgabe handelt. Sie ist entstanden in einer Umbruchssituation in Russland, die zerfallende UdSSR, dann die neue vorsichtige marktwirtschaftliche Orientierung. Und in dieser Buchreihe wird die Geschichte, ja eigentlich das Märchen, könnte man sagen, erzählt von dieser sagenhaften Anastasia. Sie wird beschrieben als eine junge Frau mit kurzem Röckchen, die barfuß durch die Taiga in Sibirien streift. Sie könne mit Tieren kommunizieren. Sie ernähre sich von Früchten und Nüssen. Sie hätte auch einen Heilstrahl, mit dem sie also Heilung verursachen könne. Und zum anderen ist sie die Nachfahrin einer als idealtypisch beschriebenen vetrussischen Kultur. Das heißt, sie verbirgt eine Art uraltes Wissen. Und in diesen Büchern wird nun beschrieben, wie der Ich-Erzähler dieser jungen Frau begegnet, sich in sie verliebt, mit ihr auch 2 Kinder zeugt. Und diese Anastasia berichtet ihm auch über das sogenannte Hintergrundgeschehen. Da ist Platz für Verschwörungstheorien und genau für diese Punkte, die Sie vorhin auch schon angesprochen haben. Also es ist sozusagen ein Werk, das vor allem russische Personen in den Bann gezogen hat. Und zeitversetzt kam eben dieses Gedankengut auch nach Deutschland. Also es ist zunächst einmal ein literarisches Phänomen. Ich vergleiche das etwa mit dem im Zusammenhang der New Age-Bewegung bekannt gewordenen Buch Die Nebel von Avalon mit Marion Bradley Zimmer, die dieses Buch geschrieben hat. Also auch da im Mittelpunkt eine Frau, eine sagenhafte Gestalt. Also eine fiktive Figur, die eben, wie Sie gesagt haben, sich von Nüssen und Beeren ernährt, sogar mit Tieren sprechen kann. Das heißt, irgendwie lebt diese Person ja sehr naturnah. Es ist vielleicht ein Landleben, was sie so führt. Wie lebt sie denn oder wie wird dieses Leben genau beschrieben in den Büchern? Wie sieht es aus? Ja, es ist im Grunde, man könnte sagen, eine Gegenfolie zur hochtechnisierten, zivilisierten Welt, wo eben noch großer Wert gelegt wird auf Ursprünglichkeit.
Und zurückgehend auch noch auf Ihre erste Frage. Es wird immer wieder auch von dem Autor Maigret der Eindruck erweckt, Anastasia würde tatsächlich existieren. Und damit spielt er bewusst. Ich selbst habe das erlebt etwa bei der Frankfurter Buchmesse 2018, wo Maigret in Deutschland war. Da behauptete er, dass er eben Anastasia erst vor kurzem begegnet sei. Und im Gespräch mit Anastasia-Anhängern wird mir auch immer wieder gesagt, Anastasia würde tatsächlich leben und existieren. Wie beeinflusst dieses naturnahe Lebensmodell eben, das in den Büchern beschrieben wird, auch die Lebensweise der Fans oder der Anhänger der Bücherreihe von Maigret? Also wie werden diese Ideen, werden die überhaupt in die Tat umgesetzt und wenn ja, wie? Ich denke, wir müssen zunächst mal unterscheiden zwischen den Leserinnen und Lesern dieser Bücher. Und dann gibt es solche, die dieses Gedankengut in die Praxis überführen möchten. Und ein Zauberwort lautet in der Tat Familienlandsitz. Das ist ein Hektar großes Grundstück, das eben der Selbstversorgung dienen soll. Es besteht eben aus Hecken, keine Zäune. Man pflanzt dann Sachen an, ein kleiner Teich, ein Haus. Und das ist der Lebensraum für eine Kleinfamilie. Also das heißt für Vater, Mutter, Kind, Kinder. Gleichgeschlechtliche Beziehungen sind da überhaupt nicht vorgesehen. Das wird also rigoros abgelehnt. Aber das Ganze, dieser Familienlandsitz, ist mehr als ein ökologisches Projekt. Es wird auch davon gesprochen, dass es sich um einen Raum der Liebe handelt. Also das heißt, wo eben auch ein neuer Aufbruch gelingen soll. Ich möchte mal sagen, auf der heimischen Datscha, auf dem Familienlandsitz. Und in Büchern wird, und da wird es richtig Science-Fiction-mäßig, behauptet, wenn die Liebe in diesem Raum so hoch schwingen würde, sei es sogar möglich, mit diesem Familienlandsitz andere Galaxien zu bereisen. Also das bedeutet, es ist sozusagen ein innerweltliches Paradies, das dort geschaffen werden soll. Und ich glaube, gerade diese Vorstellung von diesem Familienlandsitz knüpft natürlich an, auch an, ich möchte mal sagen, russische Sehnsüchte, die heimische Datscha, wo man eben Freizeit hat, wo man eben auch lebt und der Natur sehr viel näher ist. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Zugpferd, dieser Familienlandsitz. Mit diesem Thema hat Maigret eben auf der bereits erwähnten Frankfurter Buchmesse auch ganz stark geworben, unter dem Aspekt, dass die Familienlandsitze das probate Mittel gegen den Klimawandel seien. Er zeigte dann hunderte von Dias und konzentrierte sich also auf dieses Thema. Und mir fällt immer wieder auch bei meinen Recherchen auf, etwa in Buchhandlungen, ich denke da an die große Esoterik-Buchhandlung in Hamburg. Als ich da die Buchreihe gesehen habe, habe ich mich natürlich erkundigt und gefragt, ist denn das ein Thema hier in der Großstadt? Antwort: ja, auf alle Fälle. Viele sehnen sich so nach einem Stück Natur, außer dem Stadtpark, der natürlich viel zu klein ist. Auch das Thema Selbstversorgung spielt eine Rolle. Und dann eben auch noch ja eine Prise Spiritualität und vielleicht auch ja mehr Informationen über das sogenannte Hintergrundgeschehen. Darüber können wir dann auch noch sprechen. Ja, sehr gerne. Das heißt, es gibt dann hier in Deutschland wirklich auch Menschen, die diese Familienlandsitze, diese Idee umgesetzt haben und sich sozusagen Land gekauft haben und dort jetzt eben das auch so bebauen, wie das irgendwie in dem Buch beschrieben wird oder angeleitet wird. In der Tat, so ist es. Und wir haben nach Schätzungen etwa knapp 20 solcher Familienlandsitze. Es ist davon auszugehen, dass es eine unbekannte Zahl sogenannter privater Familienlandsitze gibt. Das heißt, wenn also ein Uneingeweihter oder Kritiker, so wie ich, einen Familienlandsitz betreten würde, bestünde die Gefahr, dass dann also die Liebe sozusagen sinkt, also dass sozusagen die Energie nicht mehr so fließt, wie sie fließen soll. Und deswegen schützt man sich eben durch wirklich solche privaten Familienlandsitze davor, dass da eben Unbefugte das irgendwie betreten. Es gibt darüber hinaus außerhalb Deutschlands im deutschsprachigen Raum auch einige dieser Familienlandsitze, dann in Ungarn. Und erst neulich ist mir ein Fall begegnet, wo eine Familie dann hier alle Zelte abgebrochen hat und mit dem Ziel, nach Russland zu fahren und dort einen Familienlandsitz zu gründen. Das muss man sich überlegen, gerade jetzt in der Zeit ist es meines Erachtens kaum möglich, nach Russland zu gelangen.
aber diese Ideen gibt es, dass man eben meint, dort würde also das ideale Leben zu finden sein. Und die Motive, solche Schritte zu gehen, sind oft sehr, sehr unterschiedlich, von anfänglicher Naturbegeisterung bis hin eben auch zum Versuch, aus dem System auszusteigen. Das sind alles ganz unterschiedliche Motivlagen, die wir hier bei den Menschen finden können, die solche Schritte dann gehen. Ich meine, das ist ja auch eine sehr lebensverändernde Entscheidung. Und ja, wahrscheinlich wünscht man sich ja dann vielleicht auch so eine Art Realitätsflucht oder so, wenn man dann sich dafür entscheidet, auf so einen Landsitz zu ziehen und dann auch noch weit weg. Vielleicht greife ich am besten Ihr Stichwort Hintergrundgeschehen auf, weil es ist halt eben jetzt auch die Frage, was ist denn so problematisch an den Inhalten der Bücher, an den Ideen, die dort vertreten werden, ob Sie uns vielleicht ein paar Beispiele nennen können? Also zunächst mal wird in diesen Büchern auch eine weitere Geschichte erzählt. Also zum einen wird ja Anastasia sehr stark zur Erlöserfigur hingestaltet. Sie führt sozusagen diese Menschheit von der Dunkelheit zum Licht. Und dann gibt es eben eine Personengruppe, es ist die Rede von levitischen Priestern, also es sind eigentlich jüdische Tempelpriester, die versuchen, ja, Anastasia aus dem Weg zu räumen. Und es wird dann auch behauptet, dass eben viele dieser Verschwörungen, die man beobachten könnte, auf das Konto von dieser kleinen Personengruppe gehen würde. Das sind also typische Verschwörungserzählungen. Und wir wissen das ja aus der Geschichte und auch aus der Gegenwart von Verschwörungserzählungen. Sie fordern ja Opfer und das sind vor allem immer Jüdinnen und Juden auch der Sündenbock. Und da wird es natürlich sehr problematisch. Es gibt in den Büchern an verschiedenen Stellen auch antisemitische Aussagen, vor allem auch antisemitische Stereotype, wonach eben Juden wohlhabend seien, Wucher befürworten würden und Einfluss auch auf die Regierungen haben könnten. Also das klassische antisemitische Arsenal, das wir so kennen. Darüber hinaus gibt es auch rassistische Aussagen. Also da ist die Rede von der sogenannten Zelegonie. Da greift man zurück in ja letztendlich Vorstellungen, naturbiologische Vorstellungen des 19. Jahrhunderts, wonach der erste Sexualpartner einer Frau den Kindern, die sie später mit anderen Sexualpartnern zeugen würde, den Geist und das Blut aufstempeln würde. Und da ist dann auch die Rede von Kindern mit schwarzer Hautfarbe, die also dann sozusagen angeblich dann ja nicht so vollkommen seien, wie man das meint. Also das heißt, es sind solche Vorstellungen, die, also gerade die Telegonie, die auch Pate gestanden haben für die Nürnberger Rassegesetze der Nationalsozialisten. Darüber hinaus gibt es deutliche antidemokratische Aussagen, wonach die Demokratie in Wahrheit eine Irokratie sei. Letzte Bemerkung, in den Büchern findet man auch sehr kritische Aussagen über die Medien und gleichzeitig auch sehr lobende Worte gegenüber Wladimir Putin. Zwei Schreiben, wo eben Putin gelobt wird ob seiner Weisheit und Weitsicht. Und zum anderen ein Schreiben, ich vermute fast, dass es fiktiv ist, aber es sagt sehr viel über die Verfasser aus. Das sind Russlanddeutsche, die eben hier in der westlichen Welt leben und sich beklagen über Drogen, Prostitution und Korruption. Also da kommt, wird die anti-westliche Karte massiv gespielt. Und das zeigt, also zusammengesetzt, Antisemitismus, Rassismus, antidemokratisches Gedankengut, das ist eben die gefährliche Mischung, die man hier in diesen Büchern beobachten kann. Eine letzte Bemerkung dazu auch, ich habe gesprochen mit einer Verlegerin, die diese Bücher in einem deutschen esoterischen Verlag edieren. Ich habe sie mal angesprochen auf das Thema Antisemitismus. Die erste Reaktion war, kein Kommentar. Sie schob dann noch nach, wenn es hart auf hart kommen würde, würden wir juristisch damit durchkommen, war die Aussage. Also das zeigt schon etwas von dem Stil und von der grundlegenden Ausrichtung dieser Anastasia-Buchreihe. Ja, auf jeden Fall. Das heißt eben, diese Inhalte machen, ja dann haben Sie ja selbst gesagt, das Ganze auch gefährlich. Das heißt, bieten eben auch Anknüpfungspunkte in andere, ja, Bewegungen, zu anderen Ideologien. Und in
welchem Milieu befinden wir uns dann genau? Also was sind irgendwie Schnittpunkte zu anderen ja, antidemokratischen Kreisen, die sich das auch zu Nutzen machen oder zu eigen machen? Zunächst müssen wir sagen, dass diese sogenannte Anastasia-Bewegung nicht zentral organisiert ist. Es gleicht einer Szene. Ich spreche gerne vom Anastasianismus, um den ideologischen Kern dieser Weltanschauung auch nochmal besser zu fassen. Und ich beobachte, dass dieser Anastasianismus anschlussfähig ist in mehrere Richtungen. Einmal im Blick auf das Thema Esoterik, alternative Spiritualität, höheres Wissen. Zum Zweiten ein großes Thema auch in unserer Gesellschaft, die Suche nach alternativen Lebensformen, also Stichwort sozial-utopische Lebensgemeinschaften. Und der dritte Bereich, und natürlich Ökologie, den könnte man auch noch mit hinzunehmen, Riesenthema. Sowas wie Permakultur oder so, ne? Also etliche der Anastasia-Anhänger betreiben Permakultur. Gleichzeitig gibt es auch vom Deutschen Verband für Permakultur auch eine deutliche Abgrenzung von der Anastasia-Bewegung. Das finde ich auch sehr bemerkenswert. Und ein weiterer Bereich, wo diese Anastasia-Bewegung anschlussfähig ist, und ich glaube, das gewinnt in letzter Zeit an immenser Bedeutung, und zwar die Suche nach dem sogenannten alternativen Lernkonzept. Das heißt, in diesen Büchern findet sich auch die sogenannte Schettinin-Schule, die in Tekos im Kaukasus bis 2019 existierte. Und in diesen Schulen wurden eben Kinder von früh bis abends ziemlich gedrillt, also mit Kampfkunst. Und diese Schule oder dieses Modell wird eben von Maigret auch positiv erwähnt. Und jetzt gibt es eben solche, die dieses Gedankengut, auch diese sogenannte Schettinin-Pädagogik, auch im deutschsprachigen Raum verbreiten möchten. Es gibt da etwa eine eigene Akademie, eine internationale Schulsport- und Kunstakademie, ISKA, mit Postfachadresse Berlin, vorher in Weilerheim, Oberbayern, wo eben spezielle Seminare für Eltern und Kinder angeboten werden. Und da, denke ich, zeigt sich, dass gerade hier das Thema Bildung oder alternative Bildung jetzt ein sehr, sehr wichtiges Agitationsfeld von Anastasia-Anhängern auch ist. In dem Zusammenhang will ich auch den österreichischen Zauberkünstler und Gedächtnistrainer Ricardo Leppe erwähnen, der viel unterwegs ist, der auch als Bildungsevoluzer von seinen Fans bezeichnet wird. Und er sucht eben alternative Lerngruppen. Und jetzt ist man dazu übergegangen, gerade in Deutschland, weil man in Deutschland eben Schulpflicht hat, jetzt Online-Angebote am Nachmittag für Kinder und Eltern anzubieten. Und da wird eben anastasianisches Gedankengut und die sehr umstrittene und sehr problematische antisemitische germanische neue Medizin auch als Inhalt vorgestellt. Also würden Sie jetzt aus dieser Perspektive sagen, dass die Bewegung aktuell auf jeden Fall boomt und dass sie viel Zulauf hat? Kann man das, gibt es da irgendwie Zahlen? Kann man das messen? Es ist eben sehr schwer, da genaue Zahlenangaben zu machen. Frühere Anhaltspunkte waren die sogenannten Anastasia-Festivals, die alljährlich stattgefunden haben, wo etwa 600 bis 800 Personen zusammenkamen. Wie schon gesagt, es ist eher eine Szene. Das heißt, es gibt offene Zugangsbedingungen. Es gibt sozusagen auch einen härteren Kern. Das heißt, wir haben es eben bei sogenannten größeren Familienlandsitzen in Sachsen-Anhalt oder in Brandenburg zu tun. Und dann gibt es eben auch solche, die vereinzelt unterwegs sind, die vielleicht einen eigenen Familienlandsitz gründen möchten. Und es ist immer wieder auffällig, dass einige dieser Protagonisten eher auch aus der deutschgläubigen oder völkisch-religiösen Bewegung kommen, dass teilweise manche eben auch schon eine solche biografische Prägung haben, etwa auch durch die Ludendorff-Bewegung. Und man erkennt sie ja immer wieder auch an den entsprechenden Kleidungsstil, Frauen oft mit langen Röcken, die Männer mit Korthosen und so weißen Hemden. Mir ist das auch schon öfter begegnet, wenn ich Vorträge halte, dass ich dann auch Anastasia-Anhänger im Publikum sitzen habe, die dann immer wieder in Zweifel ziehen, dass in den Büchern Antisemitismus zu finden sei, obwohl ich die Zitate immer wieder auch in meinen Präsentationen zitiere und zeige.
Und als die Veranstaltung dann vorbei war, sagte mir der Betreffende auch, er glaubt schon, dass die Juden Einfluss auf das Weltgeschehen haben. Obwohl er vorher sagte, es gebe keinen Antisemitismus in den Büchern. Ich finde doch sehr spannend, dass man die Anhänger auch erkennen kann, eben an der Kleidung. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Nicht immer, das ist klar. Aber Sie fragten so nach dem Milieu. Also von außen betrachtet hat man so den Eindruck, das ist eher so ein alternatives Öko-Publikum. Vegan vielleicht auch oder so, ja. Genau, und das ist, glaube ich, das muss man eben sehen, dass es eben auch durchaus Rechtsextreme gibt, die auch jetzt plötzlich auf Öko machen. Nicht umsonst gibt es ja auch eine rechtsextremistische Zeitschrift aus Dresden, die nennt sich Die Kehre. Und der Slogan lautet, Umweltschutz ist zunächst mal Heimatschutz. Also da sieht man schon, in welche Richtung das Ganze geht. Definitiv. Das heißt, gibt es denn auch dann sogenannte Familienlandsitze, die auf jeden Fall rechts oder rechtsextrem einzuschätzen sind? Also die Beispiele, die man hier anführen könnte, das wäre das Goldene Grabo in Brandenburg auf alle Fälle. Da gibt es ja auch entsprechende TV-Dokumentationen darüber, wo eben auch die Protagonisten sich auch äußern. Gerade beim Goldenen Grabo war die Forderung, dass sich jetzt angesichts der vielen Migrantinnen und Migranten doch eine eigene Bürgerwehr gründen sollte. Oder etwa dann die andere Familienlandsitzbewegung in Wien-Rode, das ist im Harz. Dort habe ich selber auch schon einen Vortrag gehalten und eine direkte Begegnung gehabt. Und dieses Ehepaar, das diese Familienlandsitze betreibt, Mike Schulz und seine Frau, ja, er selbst wurde immer auch wieder auf den damaligen NPD-Kundgebungen oder auch bei Demos der identitären Bewegung gesehen. Ein anderer, der sich auch als Protagonist sehr stark hervorgetan hat, ist etwa Frank Willi Ludwig, der das Urahnenerbe Germania gegründet hat. Er ist so ansässig in der Nähe von Eberswalde und er beruft sich auf das Ahnenerbe der SS von Heinrich Himmler. Also es ist eine ganz krude Mischung und Ludwig ist eben auch unterwegs mit Vorträgen, etwa auch in Reichsbürgerkreisen. Und da findet man dann auch den Slogan, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Also das sind für mich eindeutige Hinweise auf diese rechtsextremistische Orientierung bei diesen Protagonisten. Also ich finde, wenn man Ihnen jetzt so auch zuhört, diese dezentrale Organisation der Bewegung, diese verschiedenen Verbindungen in verschiedene Kreise, es macht es schon schwierig, das Ganze auch irgendwie zu fassen und im Kopf zu sortieren. Vielleicht nochmal zurück zum Autor, Wladimir Migrej. Was können Sie uns über den Autor erzählen? Wie profitiert er vielleicht auch von diesen Büchern und von der Bewegung, die er da in Gang gesetzt hat? Ja, das ist eine ganz interessante Frage, denn Maigret war Fotograf und natürlich auch Unternehmer. Und dass er Unternehmer ist, merkt man ihm deutlich auch an, wie er sich inszeniert. Damals in Frankfurt wurde er regelrecht auch als Popstar gefeiert. Dann ist ja so die Tochter, die Enkelin auch schon mit eingebunden, was sozusagen die Rechte an dieser Buchreihe angeht. Und er achtet schon auch darauf, dass das entsprechend verbreitet wird und dass er da auch Nähe zu seinen Leserinnen und Lesern sucht. Das hatte er in den Jahren zuvor vor der Frankfurter Buchmesse auch immer wieder gezeigt, dass er dann sogenannte Leserreisen auch nach Deutschland unternommen hat und hat da eben schon ganz klare Vorgaben gemacht, welche Themen da eine wichtige Rolle spielen. Zunächst mal war das ja ein Kleinstverlag, wo diese Buchreihe erschienen ist. Diese Buchreihe wurde da betreut von Personen aus St. Petersburg, die eher so in einem vegetarischen Zirkel beheimatet waren. Aber das reichte Maigret offensichtlich nicht mehr aus. Und dann kam es dazu, dass eben die Buchreihe inzwischen zum einen in einem Schweizer Verlag und zum anderen in einem deutschen esoterischen Verlag erscheint. Also die unterschiedlichen Bände sozusagen dann in zwei Verlagen. Und er achtet schon auch darauf, dass sozusagen das entsprechend das Marketing passt. Er hat auch einen eigenen Newsletter, den er verbreitet. Dann werden auch mit Produkte mit dem Konterfei von Anastasia, bemerkenswerterweise eine Frau mit blonden Haaren und blauen Augen,
auch sehr publikumswirksam verbreitet. Also man merkt, er ist ein Unternehmer und so mein Eindruck von Frankfurt, er genießt auch immer wieder das Bad in der Menge. Denn in Frankfurt, das war schon erstaunlich, für diese halbstündige Veranstaltung waren etwa, ich schätze mal, zwischen 300 und 400 Personen anwesend. Unter anderem viele russischsprachige junge Menschen, die sich die Originalausgaben auch haben von ihm signieren lassen. Also das heißt, er trifft da schon den Nerv und versteht, dass diese Sehnsüchte auch entsprechend zu vermarkten. Darf ich fragen, seit wann Sie sich mit diesem Thema beschäftigen? Dieses Thema tauchte erstmals auf durch eine Anfrage, und zwar im Jahr 2015. Als Weltanschauungsbeauftragte bekam ich eine Anfrage, und zwar von einem Bauausschuss einer Kommune in Prien am Chiemsee, das ist hier im südlichen Bayern. Und da war die Frage, ob dort eine sogenannte Leihschule errichtet werden könne. Leis mit AI geschrieben. Keiner wusste, was die Leisschule ist. Ich hatte da jetzt auch das erste Mal davon gehört. Und an demselben Tag, am Abend, sollte eben der Bauausschuss darüber entscheiden, ob diese Leisschule genehmigt wird oder nicht. Nun muss man wissen, bei den Recherchen ist mir das aufgefallen, da ist nicht Schule drin, wo Schule draufsteht. Das sind sozusagen kleine Lerngruppen ohne Lehrerinnen und Lehrer. Die Vorstellung ist, dass die Kinder, vor allem die Jüngeren, die Älteren unterrichten, weil man davon ausgeht, dass die Kinder früh auf, also das gesamte Wissen in sich tragen würden. Und deswegen unterrichten die Jüngeren die Älteren, weil sie noch so unverfälscht seien. Und da kam ich dann auch auf diesen Anastasia-Hintergrund. Und seit dieser Zeit habe ich mich also intensiv mit dieser Anastasia-Bewegung beschäftigt. Diese sogenannte Leihschule wurde in Prien abgelehnt, was gut ist. Aber dann ging es eben weiter. Das heißt, dass eben dann Familienlandsitze gegründet wurden. Und seit dieser Zeit beschäftige ich mich damit. Und besondere Informationen und auch Hinweise bekam ich von einem Kollegen, einem Beauftragten der russisch-orthodoxen Kirche, der in Minsk in Belarus ist, der sich eben auch schon länger seit Anfang der 2000er Jahre mit der Anastasia-Bewegung beschäftigt. Und er sagte mir erst vor einiger Zeit, dass die Anastasia-Bewegung, zumindest was Russland und Belarus angeht, ihren Zenit überschritten hat. Also es ist eher wieder rückläufig. Aber bei uns ist das Thema nach wie vor da. Und ich denke, das hängt auch damit zusammen, also Suche nach Ökologie, nach neuen Lebensweisen und eine gehörige Portion Esoterik. Und würden Sie sagen, das sind genau die drei Stichworte oder Dinge, die die Menschen eben an der Bewegung faszinieren und deshalb funktioniert das auch so gut? So ist es, so ist es. Also einerseits sagen die Protagonisten dieser Bewegung auch, wir müssen den Menschen schöne Bilder zeigen. Und wenn man sich dann die Bilder auch anschaut im Internet oder dann in Broschüren, dann sind es immer wieder idyllische Bilder von den Landsitzen. Man sieht junge Menschen, wenn es aus Russland Bilder sind, in traditioneller Kleidung mit Blumenhaarkränzen. Also man meint, das ist ein wunderbares Leben da in der Natur. Andere kommen über die Esoterik auch zu dieser Bewegung. Das erzählten mir auch einige, die Bekannte hatten, die vorher in der Esoterik-Szene unterwegs waren und dann plötzlich in der Anastasia-Bewegung ja letztendlich das Ziel aller Träume erblickt haben. Und letztendlich geht es dann auch für diese Personen, wenn sie ohnehin schon Verschwörungserzählungen anhängen oder gegenüber dem demokratischen System sehr reserviert gegenüberstehen, dass sie damit den Einstieg in den Ausstieg aus dem System wählen. Das heißt, dass man eben sich zurückzieht, dass man sagt, dieses System ist dem Untergang geweiht und jetzt möchte man im Grunde eine Art Gegengesellschaft gründen. Eine Art Aussteigerfantasie. Vielleicht nochmal zu Ihrer Beratungsarbeit. Das würde mich sehr interessieren. Begegnet Ihnen denn die Bewegung aktuell oder in letzter Zeit auch in Ihrer Beratungsarbeit? Wenn ja, in welcher Form? Ja, also die Beratungsarbeit spielt ja in meiner Tätigkeit als Weltanschauungsbeauftragter eine sehr große Rolle. Das heißt, Menschen wenden sich direkt an uns. Meistens sind es die Angehörigen. Also das heißt, Menschen, die einen bekannten Freund oder ein Familienmitglied haben, das in den Sog einer solchen Bewegung geraten ist. Und
da sind es vor allem immer diese alternativen Lernformen, wo man da in Berührung kommt. Wir wissen, das Schulsystem, da ist auch noch etliche Luft nach oben, aber es ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Aber gleichzeitig werden da eben Ressentiments gegen das staatliche Bildungsmonopol betrieben. Und das sagen viele, die jetzige Schule ist eben denkbar ungeeignet und deswegen braucht es eben andere Lernformen. Das heißt, dass man darüber auch in Berührung kommt. Und da melden sich dann eben auch Leute und fragen dann nach. Oder in einem ganz konkreten Fall denke ich daran, wo wirklich eine Familie die Zelte abgebrochen hat und gesagt hat, also jetzt ist Schluss und wir möchten jetzt einen Familienlandsitz gründen und steigen aus. Also das heißt, man nimmt die Kinder ab, meldet sie von der Schule ab und da zeigt sich auch das Problem für die Behörden. Man weiß gar nicht, was mit den Kindern ist. Entweder sie werden beurlaubt und dann verschwindet man einfach oder man sagt, man ist auf Reisen. Oder wandert aus. Also solche Auswandererprojekte gibt es auch. Damit war ich auch schon in der Beratungsarbeit befasst, dass eben eine Familie gesagt hat, hier ist im Mitteleuropa, in Deutschland alles dem Untergang geweiht. Wir gehen jetzt nach Paraguay und gründen dort einen Familienlandsitz. Das hing natürlich auch noch ein bisschen zusammen mit der Corona-Pandemie, weil in Paraguay eben keine Impfungen zunächst mal verlangt wurden. Und das war ja dann auch das Paradies, das vermeintliche Paradies der Querdenker. Also das heißt, Menschen kommen damit wirklich auch in Berührung. Und ich sehe eben gerade auch in verschiedenen Regionen Deutschlands, dass hier die Anastasia-Bewegung auch ja auf Interesse oder auch auf Faszination stößt mit den Verheißungen, die sie in ihren Büchern äußert. Mhm. Wieso befassen Sie sich mit solchen Bewegungen? Ja, also es ist zunächst mal ein Auftrag, der verschiedene Aspekte umfasst. Ich spreche immer von den 5 Bs. Also zunächst mal erstes B, Beobachten der religiös-weltanschaulichen Gegenwartslage, Recherchen, wo es auch denkbar ist, teilnehmende Beobachtung. Das zweite B wäre Beurteilen. Also das heißt, Einschätzungen geben, Orientierungen, aus Sicht eines christlichen Wirklichkeitsverständnisses. Also ich bin jetzt nicht neutral. Eine echte Neutralität gibt's in der Frage meines Erachtens auch nicht. Das dritte B ist Beraten. Das spielt also große Rolle. Darüber haben wir gesprochen. Das vierte B wäre Bilden. Also das heißt, Vorträge halten, Seminare. Ich bin ja auch noch Privatdozent an der Ludwig-Maximilians-Universität München, wo ich eben auch über die religiös-weltanschauliche Gegenwartskultur forsche und arbeite. Und das fünfte und letzte B, das ist das Thema Berichten. Also das heißt, Artikel schreiben, Interviews geben und mit Journalistinnen und Journalisten auch zusammenarbeiten. Die wollen natürlich auch immer wieder gerne Informationen. Also es ist eine sehr umfassende und auch sehr abwechslungsreiche Tätigkeit. Das rundet unser Gespräch eigentlich ganz gut ab. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.